Ich verstehe die allerdings nicht, weil, wo ist sie denn? Die hat doch schon hier Stufe 3 bekommen. Was will die denn noch? Ist das sowas? Also manche Menschen, ne? Ja, bist du jetzt glücklich? Weil das Schlimme ist, du musst jetzt zwei Leute ausbilden. Das bricht hier vorne völlig zusammen. Aber das ist mir egal. Ach, wir haben keinen freien Weiterbildungsplatz. Alles klar. Aber hier, der Facharzt für Forschung ist gleich durch. So, Kundenbetreuung. Du bist der Ausbilder, du nimmst dran teil. Naja, ich meine, wir lassen sterben die Leute. Wir machen das hier in der Zwischenzeit schön. So. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Alles klar. Bleibt doch. Befördern, 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 befördern. Und, guck mal hier. Alles klar. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann reißen wir den ganzen Schnempel hier mal ab. Machen das mal komplett neu. So machen wir das. Ich hab Minus geklickt, ne? Wie machen wir das denn am sinnvollsten? Brauchen wir 4 Plätze? Das ist jetzt die Frage. Ich frage mich aber auch, warum ich das nicht abreißen kann. Achso, deswegen. Alles klar. So. Naja, man sollte halt nicht auf eine bestehende Aufnahme eine neue Aufnahme bauen, ne? Ist nicht so schlau. Also, wenn die Leute hier reinkommen, dann lassen wir hier mal 2 Platz. Das heißt, wir fangen hier an. So. Ja, wir lassen das mal weg. Ich muss mich da so ein bisschen orientieren, ne, wie wir das jetzt am besten machen. Und ehrlich gesagt würde ich dieses Zimmer auch sehr gerne abreißen. Weil hier könnte man natürlich eine reine Allgemeinmedizin hinbauen, eine vernünftige. So. Das wäre ja schon mal eine ganz gute Sache. Wenn ich da jetzt aber noch Bänke vorsetze, habe ich natürlich nicht so wahnsinnig viel Platz mehr, um was wir natürlich tun könnten, wäre hier noch eine Allgemeinmedizin hin. Könnte es sein, dass wir eine kleine Augenbrauenproblematik haben? Ist möglich, ne?
Wenn wir das dann so machen? Machen wir hier 4 Plätze hin. Ne? Oh, juckt. Eine Klappe. So, eine Heizung drunter. Die Schränke. Drucker hier oben drauf. Dann müssen wir natürlich noch die Bandansage machen. Und ein Radio. So. Ein Blümchen und ein Blümchen. Ist jetzt nicht unbedingt Benjamin, aber Spendendose. Ja, warte. Wir nehmen die Spendendose besser weg. Nein. So. Jetzt geht's, ja? Kaffeemaschine brauchen die hier nicht. Wir können noch mit Blumen arbeiten. So. Hier machen wir noch schön, da machen wir schön. Passt hier ein Blümchen zwischen? Ist heute aber gar nicht einfach mit dem Einrichten hier. So kann es bleiben, oder? So, wir wollen es ja nur schön haben. Geht das so? Ja, guck mal. Alles klar, dann haben wir das, dann haben wir das. Das wäre eine Ratten oder sowas. Ist ja widerlich. Gut, wir müssten dann eh nochmal Assistenten einstellen, ne? Ja gut, der muss nicht laufen. Den können wir einstellen. Jobs, Marketing kannst du nicht. Du kannst dich an allen beschäftigen. Alles klar. Und welche Farbe haben wir denen denn gegeben? Ich weiß ja gar nicht mehr. Nicht Zitrus, ne? Sondern haben die nicht Aubergine bekommen? Oder Rot? Ich weiß es nicht. Ne, die haben Zitrone bekommen, ne? So. Ja, die haben Zitronen bekommen. Alles klar. Gut, dann haben wir ja einen, der sich da vorne drum kümmern kann. Alles klar. Der hat. Und dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir das hier schön kriegen. So, wir können ja zum Beispiel Luxusgetränkeautomat hier hinsetzen. Luxus-Snack-Automat. Hier hin. Wobei ich das Klo ehrlich gesagt auch am liebsten abreißen würde. Weil das Klo könnten wir natürlich auch so bauen, ne? Wir können das ja hier zumachen. Hier muss ja keiner durchlaufen. Die sollen ja hier den Hauptweg benutzen.
Und das Ding muss dann woanders hin. Was machen wir denn hier hin? Hier brauchen wir ja eigentlich nichts, ne? Aber wir könnten da natürlich Bänke hinstellen und sowas in der Art. Feuerbrunnen. Ja, super. Braucht man unbedingt. Irgendwas knackt hier ganz komisch. Ja gut, einen Feuerbrunnen braucht man nicht. Und was ist das hier? Ein Eisbrunnen, durchgefroren. Senkt die Temperatur enorm. Was soll ich denn damit? Gut, hier ist warm, das ist okay. Ja, ich denke nicht. Also wenn das hier so halbwegs stimmt, dann müssen wir hier auf jeden Fall keine Heizung mehr hinsetzen. Dann können wir eigentlich ja hier einen Mülleimer in die Mitte setzen, ne? Und dann nehmen wir doch einfach eine Bank. So. Müssen wir gucken, ob das klappt. Ja, man muss ja an den Mülleimer noch dran. Dann machen wir hier noch eine Bank hin. Und dann machen wir erstmal ein schönes Blümchen hier hin, damit das auch schön ist hier. So. Dann nehmen wir noch eine Bank. Alles klar. Dann nehmen wir aber den berühmten Zeitschriftenständer dazwischen und noch eine Bank. Verdammt, warum passt denn das wieder nicht? Das ist halt der Nachteil, wenn man nicht immer eng baut, ne? So. Passt jetzt noch eine Bank dahin? Ich sag ja, man muss sich nur gönnen, weißt du? Mach doch mal hier diese Temperaturanzeige aus. Dann machen wir hier noch eine Blume hin. Wegen der Attraktivität, ne? Und noch eine Bank. Man könnte ja hier eigentlich so ein Sägeautomat hin. Weil der kann auch hier gut hin. So. Und hier ein Wasserautomat hin. Und hier könnte dann nochmal logischerweise eine Mülltonne hin. Ach, da ist jemand. Entschuldigung. So. Dann nehmen wir einen Mülleimer hier auf der Ecke. Den hier schön dran. Und auch hier wieder ein Blümchen hin. Nehmen wir mal die Kaktusse. Alles klar. Wäre schön, wenn sich das jetzt hier alles mal ein bisschen verteilen würde. Und vor allem, wenn der da rauskäme, könnten wir eventuell... Wie viele Leute warten denn hier? Nur einer. Das Schlimme ist, ich muss hier jetzt richtig reinhauen, ne? Wenn ich jetzt auf Play drücke. Nee, das ist alles nicht zu machen hier. Ja, jetzt muss natürlich noch gespeichert werden, weil es ja der 1. Oktober ist. Das geht mir so auf den Sack, dieses Speichern. Ne? Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil da bauen sie so Minispiele ein und dann kannst du sie nicht nutzen, weil ständig irgendwo was angeklickt wird und... Keine Ahnung. So, komm, mach mal den Medikamentenmixer fertig. Aber ruckzuck sauber gemacht. Das muss ich meinen Mitarbeitern lassen. Guten Job.
Alles klar. Und das Ding wird verkauft. Dann nehmen wir uns ein vorgefertigtes Zimmer der Allgemeinmedizin und proffen das hier rein. Perfekt. Läuft alles gut. So. Müsste ja auch von den Temperaturen her mehr als warm genug sein. Alles klar. Die sind ein bisschen frisch hier. Aber hier schön warm. Wieder einer tot. Vielen Dank. Ich hasse dieses Sterbegeräusch. Aber gut, wir arbeiten ja auch dran, dass es besser wird. So. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Jetzt müssen wir den hier eben abwarten. Seht ihr? Nee. Keine Chance, da dran zu kommen, ehrlich. So, nächste Zimmer wird, wie gesagt, die Toilette sein. Und da hatte ich mir überlegt, wir fangen hier an. So. Ich hoffe, keiner von euch hat sich was gebrochen. Aber wenn doch, seid ihr wenigstens gleich am richtigen Ort. So könnte man das ja machen, ne? Hier die Durchgänge reicht. So viele Leute laufen hier nicht her. Ja, das geht. Die lassen wir so, da kommen noch Bänke vor, dann heißt, hier haben wir den Durchgang. Das ist okay, alles klar, haben wir. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. So. Das müsste auch funktionieren. Heizung mit rein. Dann Desinfektionsspender hin. So, hier die Tür. Jetzt müssen wir gucken. Machen wir das dahin. Haben wir alles drin, ne? Also für ein Klo wird es reichen. Pflanze brauchen wir nicht, das ist egal. Und jetzt machen wir dann natürlich Stufe 5, wie sich das gehört. Erstmal eine Uhr, ganz wichtig. Die Leute sollen wieder wissen, wie viel es geschlagen hat. Haben wir noch Platz für einen Bubblegum-Automaten? Natürlich nicht. Schade. Naja, gut, ist ja nicht schlimm. Dann nehmen wir die hier. Guck mal, wir sind schon auf Stufe 4. Alles klar. Klo Stufe 5. Achso, der braucht die ja gar nicht. Ja, hier ist natürlich wahnsinnig viel los. Das ist natürlich nicht so geil. Ach, nicht einen einzigen treffe ich hier.